Thomas Borinic mit der Abwehrtat. Drechsel, auch der war gefährlich. Natürlich sind diese Bälle enorm schwer für jeden Torhüter zu berechnen. Pauschwein, die Flanke, die war ganz stark und Borinic zweimal fantastisch reagiert. Ekmada, der hat so viel Zeit zu schießen. Wieder Borinic. Fast identisch die Schussposition. Borinic mit einer starken Abwehr. Und Borinic nach längerem wieder einmal gefordert und wieder besteht er diese Prüfung. Das war ein strammer Schuss von Nacho. SV Ried gegen Thomas Borinic. 0:0. Sogar zwei Rieder und Borinic unterstreicht seine gute Form im Jahr 2011. Wieder die One-Man-Show. Borinic mit einer Faust. Wäre nicht das erste Last-Minute-Goal, das die Rieder erzielt. Borinic ganz sicher. Auf ihn ist Verlass. Dribbler Sarate sucht mal den Abschluss. Findet Thomas Borinic. Diesmal hat keiner abgefälscht und deshalb kann Thomas Borinic zupacken. Simon Choma. Ja, der hätte schon gepasst. Weiß nicht. Thomas Borinic. Sarate mal nicht bei dem Dribbling, sondern beim Eckball. Alla, schöner Doppelpass, Schwenk. Oh, Borinic, sehr gut rausgegangen. Gut den Winkel verkürzt. Borinic in seinem 150. Bundesligaspiel. Bisher ohne gröbere Probleme. Für Bärstaller. Und jetzt hat sich Thomas Borinic erstmals richtig gut auszeichnen können. Ist hier zum richtigen Zeitpunkt herausgelaufen. So könnte es gehen, so könnte man hier möglicherweise noch zum Ausgleich kommen in Mattersburg. Bama, Kopfballmöglichkeit. Und Borinic letztlich ohne Mühe. Marcel Schretter hier nochmal diese Möglichkeit. Thomas Borinic. Um ihn und dann der Schuss von Yasin Pelivan, den Thomas Borinic gerade noch zum Eckball abwehren kann. Erste gute Offensivaktion Rapids in Hälfte 2. Nohio mit der Möglichkeit. Vielleicht Schuss Hofmann und erneut Thomas Borinic. Hofmann. Da ist der Kopfball von René Gattler und die tolle Reaktion von Thomas Borinic. Nochmals Borinic, gute Reaktion. Thomas Borinic. Gut ab von der Leistung von Thomas Borinic. Immer präsent, immer Ruhe ausstrahlend und ganz stark
auf der Linie. Sehr viele gute Reflexe waren da heute mit dabei. Thomas Borinic hat seine Chance absolut genutzt. Seitdem er im Tor steht, geht es bei Mattersburg zum einen aufwärts und zum anderen bringt er starke Leistungen Woche für Woche. Er wird einer der Väter eines möglichen Sieges hier. Ein guter Schuss des Last-Mittelfeldspielers aus gut 20-22 Metern. Borinic mit einer Flugeinlage, da geht er auf Nummer sicher. Spielt Farkas zu spät. Borinic mit einer sehr guten. Geblockt noch von Rappan, dann Linz, der scheitert an Borinic und Malic. Schuss von Junuzovic, der hätte gegolten, aber da war Borinic aufmerksam. Und das ist Lindl und Borinic mit einer Glanztat. Der hat auch noch die Ruhe, Lindl einzusetzen. Borinic aber auch beim Eckball sehr präsent. Dacimovic, Borinic lenkt ab und Borinic im zweiten. Thomas Borinic wächst über sich hinaus. Beide Torhüter heute hier mit einer starken Vorstellung. Chaban wieder mit dem Assist. Hacimovic, toller Wolle. Gute Reaktion von Borinic. Und Linz war klar im Abseits. Aber Borinic bei allen Distanzschüssen, egal ob von Junuzovic oder auch von Klein, oder eben von Lindl und jetzt von Hacimovic. Immer sehr sicher. Thomas Borinic wird im Anschluss an diese Partie sicherlich von den Mattersburgern gefeiert. Er hat für längere Zeit das Stammleiberl als Torwart bei den Burgenländern sicher. Der Schlusspfiff vom guten Schiedsrichter. Zweiter Saisonheimsieg für den SV Mattersburg. 1:0 gegen Rapid. Er natürlich der Held des Abends aus Sicht von Mattersburg. Borinic hält das Unentschieden für eine numerisch unterlegene Mannschaft. Ja, der Tetschkerl, der ist wieder da und wie der da ist. Der Tormann hat hervorragend gehalten. Oder vielleicht, dass der Borinic mal ein Tuch lässt, der hält bis jetzt sensationell. Und sehr guten Torhüter Borinic. Wenn der Borinic weiterhin so hält, dann wird er hinten die Null bleiben. Der Dormer von Mattersburg hat auch sehr gut gehalten. Und, ja. Man muss auch sagen, dass Thomas Borinic hervorragend gehalten hat und so gesehen Mattersburg den Punkt gerettet hat.